Oh nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Guter Tod. Braver Tod. Juhu. Holen wir mal Kahn rüber. Oder wir lassen's. So oder so. Da fällt mir ein, wir hätten zurückgehen können. Wir brauchen ja noch den Wächter, um das die Verderbnis da tot zu schlagen. Das heißt, ich gehe gerade doppelt und dreifach den Weg. Egal. Egal. Keine Verderbnis wird mich aufhalten. So, mein lieber Wächter. Du wirst gebraucht. Komm raus! Genug gespielt. Vorsicht, Kahn, hier komm ich! Ich mach dich platt! Es ist ziemlich ruhig. Zu ruhig. Ach komm schon, bitte. Jedes Mal, wenn du das sagst, komm, Feinde. Das ist doch wieder dieses Klischee. Einfach mal sagen, es ist ruhig. Zu ruhig. Das geht aber jetzt echt schnell mit den Scherben, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und natürlich kommt her, meine Freunde. Nach dir. Boom. Deine Aufgabe. Ja, war klar. Egal, ich hab meinen Wächter. Du stehst allein da. Ich hole mich etwas aus. Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst, my friend? Machen wir hier nur alles platt. Sonst irritieren die mich. Du bist aber auch noch schlampig, kann das sein? Wurm. Boom. Kann es vielleicht sein, dass ich den Wächter hätte gar nicht... Bleib hinter mir. Ich kümmere mich darum. Kann es echt sein, dass ich hier hätte gar nicht hingehen dürfen? Mit dem Wächter? Oder habe ich jetzt irgendwie... Hier. Ja. Jetzt habe ich nämlich den Schlüssel. Schätzungsweise. Ich weiß ja nicht, ne? Ich bin scheinbar einfach gut. Also ohne es zu merken. Einfach mal hier sagen, ja, ich bin gut. Und tschüss. Kahn, kümmere dich mal drum, bitte. Ich habe Wichtiges zu tun. Oh nein, Kahn. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber hier sind Ads. Aber klar, und der spielt da hinten mit dem einen rum. Wupp. Ist das eine... Oh nein, das ist eine Spinne. Oh Gott. Aber du brennst. Mann, wieso hat mich das erwischt? Die sind reif für eine Prügelei. Die sind auf jeden Fall reif. Komme ich eigentlich mit dem Wächter hier rein?
Das wäre jetzt die Preisfrage. Ich werde es jetzt einfach mal testen und mein Geld. Dankeschön. Ich weiß, dass da hinten noch ein Topf stand, aber egal. Egal. Komm, mein Wächter. Ich glaube, der ist zu fett. Der passt nicht durchs Tor. Nein! Ja, natürlich. Ich würde mir beim Versuch den Hals brechen. Bam, 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 bam. Ich muss irgendwie da hoch. Das hat was mit diesem Raum zu tun. Nach dir. Ah, war schon klar. War schon klar. So, wir brauchen einen Ball. Hier hoch geht es schon mal nicht. Tauch-Action. Geht doch nichts über eine gelungene Tauch... Ne, hier ist nix. Hier ist nix. Sehr merkwürdig. Da war eh nichts drin. Dum, dum, dum. Kriegen wir den irgendwie aus dem... Lauf weiter, Reiter. Ich ruhe mich etwas aus. Oh, Bananen. Nach dir. Ja, ja, ja. Kommt meine Golem-Maschine da rein? Nein, aber ich muss da rein. Weil da eine Münze ist, die ich haben will. Din, 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 din. Din, 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 din. Ja, und schon geht das Geplinke wieder los. Was haben wir denn hier? Ah, hier kommt das Ding runter. Das Dingensbums. Wisst ihr was, Leute? Mir ist es gerade zu warm, um hier irgendeinen klaren Gedanken zu fassen. Ich werde hier so lange kurz unterbrechen und morgen in Ruhe weiter aufnehmen. Wünsche noch einen schönen Tag, Abend oder wann immer ihr die Folge seht. Bis denne. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Tja, wir haben es beim letzten Mal in einer kurzen Aufnahmesession bis hier geschafft. Allerdings war es mir da zu warm und ich habe die Aufnahme abgebrochen. Jetzt bin ich allerdings wieder hier. Und ja, ich habe mich nicht schlau gemacht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Wie gehabt. Was ist das hier für ein Schalter? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur noch ganz dunkel daran erinnern, was ich so gemacht habe, außer dass ich... Ich warte hier. Du gehst weiter. Ja, das war mir schon klar. Außer dass ich, glaube ich, ein oder zwei dieser Herzstücke gefunden... Ne, ich glaube, eins war's. Und ja, wir müssen noch zwei oder ein weiteres sammeln. So viel weiß ich noch. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Ich hoffe, man hört jetzt keine Hintergeräusche, weil es ist zwar nicht mehr so warm wie früher, aber... Ach, wie ging das nochmal? Ja. Ich habe trotzdem mal mein Fenster aufgemacht, trotz des eher miesen Wetters, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber ein bisschen frische Luft tut ja Geist und Seele... Geist und Seele, ja. Körper und Geist gut. Oh ja, da bin ich ein Freund von. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich finde es auch schön, dass der Typ uns das immer machen lässt. Aber gut, wie will der auch mit seinem massiven Körper hier hochkommen? Ja? Lieber den wendigen Tod hat machen lassen.
haben wir hier? Kritischer Magieschaden, gefundenes Geld. Ist zwar schön, aber ich brauche es nicht. Wir müssen auf jeden Fall da hoch. Ja! Und da runter. Ach, wie taucht man nochmal? So war es, genau. Wie gesagt, ich habe noch ein paar... Immer diese Eingewöhnungsprobleme. Aber das ist halt so. Wenn man da zwei verschiedene Rollenspiele hintereinander spielt. Oder kann man Darksiders als Rollenspiel bezeichnen? Eher als Hack and Slay mit Rollenspielelementen. Ich hoffe, ich sag, was das jetzt angeht, nichts Falsches. Nein! Was ist da? Da gibt's doch bestimmt eine Truhe. Nein! Okay. Cool, da kommen wir trotzdem hier hin. Oder wir kommen nicht dahin. Lass mich doch davon nicht abhalten. Besser, Bube. Die sind alle zwar schön und gut, aber die sind nicht... Kann ich eigentlich... Moment, ich warte mal kurz, bis der wieder hier ist. Ich will mal was versuchen. Nein! Ach, verdammt. So, ich wollte hier springen... Und den dann mit runterziehen. Und dann schnell heimlich wieder nach oben verpissen. Das wäre die Idee gewesen. Nein. Boah. Ah, muss man aber noch. Immer noch. Adieu. Komm. Ja, ich mache ihn und wieder Meisterstummer. Diese Axt, die sieht so gefährlich aus. Puh. Was bewirkt der Hebel? Okay. Okay, wir haben irgendwas aktiviert. Wenn ich das richtig sehe. Ach komm. Ach guck uns da, wir haben sogar was vergessen. Okidoki. Okay. Das Ding ist mal gut. Ich kann nicht. Aber den Soundtrack, den kannst du nehmen. Hui. Oh, ich finde diesen Todesgriff so cool. Ja! Verdammt!